Modellflug ist für mich, an der freien Natur zu sein, sich mit anderen Modellfliegern auszutauschen. Deswegen ist man ja auch unter anderem im Verein und das ist eben halt das Tolle, dieser Austausch mit anderen Menschen. Mein Name ist Ulrich Grube, ich bin im DMRV seit 2005. 2005, 2006 bin ich dann gleich als Gebietsbeauftragter für die Region Nord gewählt worden und seitdem übe ich dieses Amt aus, aktuell zusätzlich auch noch der Regionalreferent Nord im DMRV. Zum Modellflug bin ich ungefähr 1975 gekommen, als es noch Modellbauläden gab und ich dann eben halt einen kleinen Gleiter dort gefunden habe und gesehen habe, den ich dann gebaut habe, mit mäßig gutem Erfolg, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben, gerade im Modellflug. Am Hobby fasziniert mich am meisten, dass ich mich mit Technik beschäftigen kann, dass ich mich mit Innovation beschäftigen kann. Das ist das Hobby der 100 Berufe. Man macht mit Metall, man macht mit Kunststoff, man macht mit Holz, man macht mit Klebetechniken und so weiter und so fort. Und das Ganze garniert auch noch mit Elektronik. Ohne dem fliegen die Flugzeuge nämlich auch nicht. Als Gebietsbeauftragter ist es meine Aufgabe, für die Vereine im Norden zuständig zu sein, aktuell für Schleswig-Holstein-Hamburg. Zusätzlich kommissarisch im Moment noch für Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Funktion berate ich die Vereine, wenn sie Probleme haben. Natürlich haben wir dann auch die Möglichkeit, die Leute, die Vereine an die entsprechenden Fachleute zu vermitteln. Das heißt, sei es um Windenergie, sei es um Stromtrassen. Und so kann man immer dann die entsprechenden Verknüpfungen herstellen. Weil das ist der Gebietsbeirat, ist das Bindeglied zwischen den Vereinen und dem Gesamtverband. Typische Fragen meistens am Telefon zu beantworten. Meine E-ID funktioniert nicht, wie bekomme ich sie? Des Weiteren werden immer wieder Fragen gestellt, zum Beispiel, wir wollen einen kleinen Flugtag machen, einfach in unseren Verein vorstellen, muss ich eine Versicherung dafür haben, wie bekomme ich die? Ja, sowas gibt es auch im Verband. Des Weiteren natürlich auch Fragen in Richtung Platzzulassung. Dort werden dann die Kontakte geknüpft zu den Kollegen, die dort eben halt entsprechende Gutachten erstellen. Das sind so Kernthemen eigentlich, die wir so bearbeiten. Der Austausch zwischen den einzelnen Vereinen als Bindeglied zum Beispiel für den Gebietsbeauftragten ist tatsächlich, dass Fehler, die der eine macht, nicht der andere machen muss. Wir haben hier gerade in der Pandemiezeit hier oben im Norden zum Beispiel den Vereinsstammtisch als Videokonferenz eingerichtet, einmal im Monat. Wir haben dort wirklich immer einen guten Zuspruch. Es ist immer irgendjemand vom Präsidium dabei. Das heißt also auch sehr kompetente Antworten können sofort gegeben werden, sodass wir die Vereine auch sehr, sehr schnell informieren können. Die Eigenschaften als Gebietsbeauftragter werden vielfältig gestärkt in Sachen Kommunikation nach innen und außen. Das heißt nach innen mit den Vereinen, mit dem natürlich auch Präsidium, mit der Geschäftsstelle, aber auch nach außen. Man muss sich mit Behörden auseinandersetzen. Man merkt, dass Behörden eigentlich nicht dein Feind sind, sondern dein Freund, wenn man eben halt entsprechend auftritt und nicht mit der Tür ins Haus fällt. Also ganz wichtig ist, man lernt gelassen, aber bestimmt mit gewissen Situationen umzugehen. Wir haben so viele Einflüsse in der heutigen Zeit, wo wir darauf reagieren müssen. Wir müssen uns um Stromtrassen kümmern, wir müssen wissen, wo die nächste Windenergieanlage gebaut wird. Wenn man das dann grundsätzlich erstmal schnell mitbekommt und reagieren kann, dann haben wir den Vorteil, dass wir unser Hobby weiterhin ausüben können. Als Gebietsbeauftragter hat man natürlich den Vorteil, durch seine Arbeit auch in den Gremien, sei es im Gebietsbeirat zusammen mit dem Sportbeirat, letztendlich Argumentationen zu folgen, sich seine eigenen Schlüsse zu ziehen und daraus auch eventuell die eine oder andere Sichtweise zu verändern. Das hat den großen Vorteil, dass man natürlich dieses auch in der Vereinsarbeit genauso anwendet. Das heißt also, das, was der Verband letztendlich, ich sag mal so, als großes Ganzes ausmacht, kann man durchaus auch immer gerne und bestimmt im Verein auch umsetzen und nutzen. Im Ehrenamt opfern wir keine Zeit, wir investieren Zeit in die Vereine, die wir betreuen. Dadurch ergeben sich viele, viele tolle Begegnungen in den Vereinen, bei den Jugendmeisterschaften, mit der Arbeit mit den Jugendlichen, in verschiedenen Gremien. Man hat immer mal wieder hier und da eine Vereinsehrung durchzuführen, ein Verein hat ein Jubiläum, sodass man also wirklich viel rumkommt, viele nette Leute kennenlernt und dadurch eigentlich das Ganze mehr Spaß macht, als wie es als Arbeit ausartet. Das muss man einfach so sagen. Und was ich immer jedem mitgeben kann, der vielleicht das auch noch mal sich überlegt, aber es machen kann, es fällt immer was für den eigenen Verein ab. Weil Informationen sind immer aus erster Hand.
Und die kann man sofort umsetzen im eigenen Verein und man kann es dann in die Breite tragen. Das ist immer ganz wichtig. Also man nimmt was mit für sich selbst auch. Im Ehrenamt kommt es natürlich weiterhin auch darauf an, dass wir die Jugendarbeit fördern, dass wir gerade Nachwuchs fördern. Weil ein schönes Sprichwort eines Kollegen ist, die Jugend ist die kostenlose Lebensversicherung der Vereine. Diese funktioniert aber wiederum nur, wenn wir Ehrenamtliche haben, die das unterstützen, die das auch in den Vereinen hineintragen. Dass wir also zum Beispiel jedes Jahr unsere Jugendmeisterschaft machen, wo Jugendliche so ein bisschen herangeführt werden. Erstmal mitzumachen ist eine schöne Sache und fördert auch das Untereinander bei den Jugendlichen. Viele stellen sich natürlich die Frage, wenn man als Ehrenamtler unterwegs ist, ob man noch Geld mitbringen muss. Und das ist im Verband natürlich nicht so. So werden zum Beispiel die Fahrten mit dem eigenen Auto gemäß Reisekostenrichtlinie abgerechnet. Übernachtungen werden selbstverständlich bezahlt. Es gibt selbst Pauschalen, wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Also da gibt es jede Menge Sachen, die eben halt der Verband auch wirklich bezahlt, damit die ehrenamtliche Tätigkeit auch durchgeführt werden kann. Es gibt verschiedene Formen der ehrenamtlichen Tätigkeit beim DMV. Wir als Gebietsbeauftragte sind für die Region zuständig. Es gibt natürlich den Sportbeirat, wo man sich fachspezifisch dann auch in seiner eigenen Sportart dort einbringen kann. Es gibt Kompetenzreferate, die alle in irgendeiner Form in ehrenamtlicher Tätigkeit durchgeführt werden. Und meine Motivation für dieses Ehrenamt ist immer noch die gleiche wie 2006, als ich dieses Amt übernommen habe. Ich möchte für alle Modellflieger in meiner Region dafür Sorge tragen, dass sie ihr Hobby möglichst gut und ohne große Probleme ausüben können. Ich kann jedem raten, der ein kleines bisschen Freizeit übrig hat, sich mal mit der Frage des Ehrenamtes zu beschäftigen. Wenn er das dann auch noch mit dem eigenen Hobby verknüpfen kann, ist das ja umso besser. Und an der Stelle ist der Aufruf tatsächlich, traut euch. Denn wir alten grauen Männer, wir werden teilweise auch sogar schon dafür kritisiert, dass wir so ein alter Haufen sind. Aber dafür brauchen wir jungen Nachwuchs. Und wir sind in jeglicher Form in der Lage und bereit, diesen Nachwuchs eben halt zu pushen, weil es gibt sowas Ähnliches wie so ein Mentoring-Programm, um wirklich da einzusteigen, das kennenzulernen, um dann irgendwann auch auf eigenen Füßen laufen zu können. Und deswegen ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal den Kontakt zu suchen, am besten zum Gebietsbeauftragten in der Region, wo man selber ist, um mal zu schauen, ob es sich die Möglichkeit gibt, dort eben halt das Hobby auch von einer anderen Seite zu betreiben und es für alle weiterhin so zu gestalten, dass wir Spaß daran haben. Das ist nämlich das Wichtigste.